Was geht, meine Freunde? Kobe Bjørn ist am Start, heute mit einem Video zu dem gestrigen Blake Griffin Trade. Natürlich wird das Trainingsvideo, das heute normalerweise gekommen wäre, nachgeholt, aber über so einen Blockbuster-Trade müssen wir einfach direkt sprechen. Also schauen wir uns den Deal erstmal genauer an. Die Los Angeles Clippers schicken Blake Griffin, Willie Reed und Bryce Johnson nach Detroit. Dafür kriegen sie von den Pistons Avery Bradley, Tobias Harris, Boban Mojanovic, den First Round Pick 2018 und den Second Round Pick 2019. Okay, das sind ein Haufen Spieler und ein Haufen Draftpicks. Gucken wir erstmal auf Blake Griffin, der junge Mann, wobei er mit seinen fast 29 Jahren auch gar nicht mehr so jung ist, geht also zu den Pistons. Das ist natürlich schon krass. Der einstige Franchise-Player, Super-Rookie und Fanliebling wird einfach mal getradet. Und was noch heftiger ist, er wurde getradet, nachdem er erst vor 6 Monaten einen 5-Jahres-Vertrag für 173 Millionen Dollar unterschrieben hat. Darüber haben sich ja wirklich viele Fans gewundert, deshalb will ich das hier einmal kurz erklären. Blake war letztes Jahr ja ein Free Agent, also ohne Vertrag. Hätten die Clippers ihm dann keinen großen Vertrag gegeben, dann wäre er einfach zu einem anderen Team gegangen, ohne dass die Clippers überhaupt einen Ausgleich bekommen hätten. Deshalb haben sie ihm den Vertrag über 5 Jahre gegeben, obwohl sie schon wussten, dass sie den Jungen höchstwahrscheinlich bald traden würden. Die NBA ist halt ein Business und Spieler sind Wertanlagen. Blake ist in dem Fall genau 173 Millionen Dollar wert und dafür bekommt man von einem Team wie Detroit zum Beispiel sehr viele gute junge Spieler und vor allem Draftpicks. Die Clippers wollen sich halt komplett neu aufstellen, da passt ein Blake mit fast 29 Jahren einfach nicht mehr ins Zukunftskonzept. Aus dem gleichen Grund bieten die Clippers auch nach wie vor DeAndre Jordan und Lou Williams auf dem Markt an. Als Außenstehender sagt man sich da, sind die eigentlich bescheuert? Wieso wollen die ihre 3 Stars loswerden? Der Grund dafür ist ganz easy. Das Management glaubt nicht, dass diese 3 Stars auf lange Sicht gesehen richtige Erfolge nach Los Angeles bringen können. Die Clippers wollen sich verjüngern, sie wollen viele Draftpicks und sie wollen die alten Stars loswerden. Lou Williams ist 31 Jahre alt, DeAndre Jordan wird im Juli 30 und Blake ist im nächsten Monat 29. Auf so einem Kern baut man eigentlich kein Team auf, beziehungsweise doch, das haben sie auch lang genug versucht. Blake und DeAndre haben ja immerhin 9 Jahre zusammen in La La Land gespielt. Chris Paul war auch 6 Jahre dort und trotzdem kam nie der große Erfolg. Dazu haben sie die ständigen Streitereien mit dem Clippers Head Coach Doc Rivers gehabt. Es war einfach Zeit, dass dieses Team auseinanderbricht und deshalb ist Lob City seit gestern offiziell Geschichte. In Detroit steht Blake ab sofort neben Andre Drummond auf dem Feld. Was sein Frontcourt-Partner angeht, hätte er es also auf jeden Fall schlechter erwischen können. Ich bin ziemlich gespannt, was uns die Pistons in dieser neuen Form zeigen können. Dieses Jahr habe ich immer mal wieder bei Detroit reingeschaut. Die Halle ist halt immer halb leer, es ist null Stimmung, aber das Team spielt richtig hart und vielleicht ist Blake ja der fehlende Baustein. In Willie Reed und Bryce Johnson, die mit Blake nach Detroit geschickt wurden, will ich jetzt mal nicht zu viel hereininterpretieren. Beides Spieler, die sich in der NBA überhaupt noch nicht beweisen konnten. Willie Reed ist halt mit 2,8 Meter ziemlich undersized für einen Center und Bryce Johnson konnte bisher als Power Forward noch überhaupt nicht überzeugen. Im NBA-Geschäft sind die beiden halt auch eher Wertanlagen. Sie werden von einem Team zum anderen geschoben, in die G-League geschickt und man wartet einfach, ob sie irgendwann eine Rendite abwerfen werden. Also ob die Jungs irgendwann doch wertvolle NBA-Spieler werden könnten. Im Moment sieht es bei beiden aber eher nicht so aus. Detroit kriegt also hauptsächlich Blake Griffin, einen der besten Power Forwards der Liga und vor allem einen Zuschauermagneten. Ich persönlich glaube trotzdem nicht, dass durch die Verpflichtung von Blake die Pistons jetzt schlagartig besser werden. Blake hat in den letzten 4 Jahren 1/3 aller Spiele verpasst. Er war immer schon verletzungsanfällig, also absolut nichts gegen Blake. Ich war immer ein Fan von ihm, aber er ist jetzt auch kein garantierter Gamechanger für die Pistons. Die Clippers haben hingegen genau das bekommen, was sie wollten, junge Spieler und vor allem Draftpicks. Wenn man einen All-Star wie Blake Griffin hergibt, dann holt man sich im Gegenzug eigentlich immer einen anderen All-Star oder viele, viele Draftpicks, um sich neu aufzubauen. Das haben die Clippers geschafft. Avery Bradley ist dazu ein super Guard, der ja auch schon bei Doc Rivers in Boston gespielt hat. Bei den beiden sollte es also auf jeden Fall glatt laufen. Tobias Harris ist dazu ein saustarker Power Forward. 18 Punkte und 5 Rebounds bei 45 aus dem Feld und 41% von der Dreierlinie. Also der Junge kann im richtigen System wirklich aufblühen. Hoffen wir mal, dass er bei den Clippers irgendwie reinpasst. Boban Mojanovic ist einfach Boban, Alter. Also egal, was er für Leistungen bringt, ich hätte ihn einfach immer gerne in meinem Team. Nur weil er Boban ist, der Junge ist so cool. Entspannte 2,21 Meter groß. Sieht dabei aber aus, als könnte er keiner Fliege was zuleide tun. Ich bin so froh, dass Boban jetzt endlich mal in einem Video auftaucht, weil ich jetzt die Chance habe, euch diesen Clip hier zu zeigen. Tyler Hansbrough ist 2,21
2,06 Meter groß und sieht hier aus wie ein kleines Kind neben Boban. Und man sieht richtig, wie viel Angst er hat, dass er den Typen jetzt verteidigen muss. Ich feiere diesen Clip einfach, deshalb danke an Detroit, dass sie Boban nach L.A. geschickt haben und ich endlich mal wieder einen Grund hatte, über ihn zu reden. Und das war es auch schon zu dem Trade. Blake geht also nach Detroit, Bradley, Boban und Harris kommen zu den Clippers und vor allem die Draftpicks gehen alle an L.A. und der Rebuild scheint bei den Clippers ja auch noch nicht abgeschlossen zu sein. Also laut ESPN bieten die Clippers weiterhin DeAndre Jordan und Lou Williams zum Trade an, was mir als Cavs-Fan natürlich Hoffnung macht, denn die Cavs brauchen unbedingt DeAndre Jordan und haben das, was die Clippers wollen, nämlich den Brooklyn Nets-Pick. Wenn die Cavs sich also endlich mal vom Nets-Pick trennen würden, dann könnte DJ nach Cleveland kommen und wir hätten mal wieder einen anständigen Center, der sich nicht von Stephen Curry out-rebounden lässt. Aber gut, das sind alles nur Spekulationen, wir wissen nicht, was passieren wird. Scheinbar sind die Lakers auch sehr an DJ interessiert, kann also sein, dass er das Team wechselt, aber nicht mal die Stadt verlassen muss. Wir werden das alles noch sehen, was kommt. Auf jeden Fall hat die Trade-Saison jetzt offiziell angefangen und ich habe richtig Bock, noch ein oder zwei Blockbuster-Deals über den Tisch gehen zu sehen. Was meint ihr denn so zum Blake Griffin-Trade? Geht da jetzt was in Detroit? Haben die Clippers falsch gehandelt oder ist der Rebuild genau das, was sie jetzt brauchen? Sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Wir sind übrigens wirklich fast bei den 10.000 Abos angekommen, was einfach nur ridiculous ist. Danke dafür, Männer. Haut auch gerne mal ein paar Vorschläge fürs 10K-Abo-Special oder vielleicht auch ein Fan-Treffen raus. Was man alles machen könnte, wäre echt eine coole Sache für die 10K, was Geiles aufzufahren. Also schreibt einfach mal, was euch so einfällt. Das war's jetzt leider schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.